Hello and welcome back to Let's Play Oblivion. Last time we escaped and now we are here. But what's next? Nee, Spaß beiseite. Also ich werde jetzt nicht anfangen, das komplette Let's Play auf Englisch zu moderieren. Hi Leute, willkommen zurück. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und damit meine ich genau dich vor deinem Monitor. In der letzten Folge, die allerdings für mich jetzt schon eine Weile her ist, ja, sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen, beziehungsweise der Kaiser hat uns ja mehr oder weniger die Tür aufgehalten tatsächlich. Und jetzt haben wir einen Auftrag, wir müssen das Amulett diesem Joffrey bringen. Ach, das weiß ich noch, in der Weyon-Priorei. Priorei, irgendwie sowas. Und da sind wir auf dem Weg. Aber wir haben ja diese lustige kleine Räuberbude hier auseinandergenommen, oder das Räuberlager besser gesagt. Und jetzt schauen wir doch mal, was sich hier in dieser kleinen Höhle versteckt. Tür auf. Uah. Ein Meister im Umgang mit Schlagwaffen kann das Ding vor und da ist das Ding weg. Na gut, dann eben nicht. Ah, wie war eure Woche so? Meine war Hammer. Ich hab's gerade wieder... Urlaub ist vorbei. Ich war so faul in meinem Urlaub. Das ist unglaublich, ey. Ich habe selbst ein Faultier-Konkurrenz gemacht. Das war nicht mehr lustig. Ich war wie so ein altes Wiesel mit Arthrose, das seit 3 Tagen nur fahren auf der Straße liegt, so nach dem Motto. Ich habe echt kaum was gemacht. Na gut, nach Berlin war ich irgendwie auch ein bisschen geflasht. Da ist jemand. I see you. Oh my god, he's moving. He looked at the right, he looked at the left. And now he's dead. Yes. Erstmal töten. Das ist wie so typ, das ist wieder so typisch Amerika. Erst schießen, dann fragen. Aber hier macht es dann doch sehr Sinn. Sind wir hier so, ah ja, nehmen wir dem das Brot und den Apfel weg. Brot und Spiele, kennen wir ja. Pinsel, Spitzhacke, brauchen wir nicht. Sag mal, oh, da liegt einer. Ist der tot? Jetzt ist er tot. Er ist aufs Bett schießen. Eisenfall. Aber hier so. Immer wieder gern. Leichte Rüstung. Boah, haben wir ja noch an. Wie schaut unsere aus? Ja. Ich habe eine Reiterhose. Was hat der noch? Handschuhe hat der noch. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Ey. Mir ist vorher so ein Blödsinn passiert. Passt auf. Black Sands bekommt Sinn. Sie schafft es sich, bei einem Schlemmerfilet den Daumen zu verbrennen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wie, Vollidiot, schaffst du es dir, an einem Schlemmerfilet den Daumen zu verbrennen? Geht ganz einfach. Zu blöd, das Ding aus dem Schälchen rauszunehmen. Irgendwie etwas zu heiß geworden, Teller gekippt und Finger in der Soße drin. So verbrennt man sich den Daumen an einem Schlemmerfilet. Tut richtig gut. Sieht auch richtig geil aus. Also mein Daumen, der leuchtet wahrscheinlich jetzt gerade auch im Dunkeln. Ja. Selber schuld, sage ich da nur. Dummheit siegt dann doch über die körperliche Aktivität. Da ist auch einer. Was sind hier so viele Khajiits? Oh, das hat der gehört. Das geht gar nicht. Oh oh. Warum hat der mich jetzt gesehen? Willst du mich veräppeln? Ah, hau ab. Du bist ja auch ein Khajiit. Aua! Ich habe ja... Ja, ja, ich glaube, der wollte gerade mit dem Schlammkram bringen. Aua! Tschüss. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich fies, so einfach mal hinterlaufen und die ganze Zeit auf den schießen. Aber hey, wir machen hier auf Schurke, wir dürfen das. Wir müssen hinterlistig, gemein und unfreundlich sein. Wo ist die zweite Leiche? Da liegt die zweite Leiche. Deswegen sind wir unfreundlich und beklauen die Leichen auch einfach ganz frech, weil die brauchen es ja jetzt eh nicht mehr. Das ist ein Löffel, das ist ein Stuhl. Das sind Münzen. Oh. Ich hasse dieses System. Ah. Und ein Silbernugget auch noch. Ich will das Gold. Ich will nicht die Kiste, ich will das Gold. Die Schüssel kannst du behalten. Das ist mir eigentlich relativ. Nachdem wir jetzt hier die Banditen ausgemerzt haben, die Armen. Ah, die haben wir gerade. Schau ich doch noch mal kurz, ob hier noch irgendwas ist. Meine Schleichenfähigkeit. Oh. Tschüss. Meine Schleichenfähigkeit hat sich verbessert. Und Schleichangriff mal 3. Ich liebe diesen Move.
Ich bin ein kleiner Drecksack, was das angeht. Ich stehe dazu. Warum hat keiner irgendwie eine Lederhose oder eine Pilzhose? Oh, Lederhosen. Da sind jetzt wieder die Bayern angesprochen. Das Klischee über uns Bayern, wir laufen nur mit Lederhosen rum. Oder Dirndl. Wow, da ist eine Ratte. Eine große Ratte. Jetzt nicht mehr. Diese Klischees. Was macht die Schlammkrabbe hier drin? Tschüss. Wir haben einen Steinpilz gesammelt. Juhu! Und die nehmen wir auch auseinander. Hallo. Was war das? Ich hasse Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Deswegen sind für mich selbst Tomb Raider-Teile zum Teil Horror-Let's Plays. Wo ich die liebend gerne spiele. Also ich liebe Tomb Raider-Teile. Ich habe auch sehr viele von denen gespielt. Ich weiß noch, wie Tomb Raider mit Pyramidentitten und Rechteckarsch aussieht. Aha, und das meine ich ernst, PlayStation 1 vor dem Win. Aber ich erschrecke mich doch immer wieder. Die Illusionsmagie kennt Zauber. Dann halt nicht. Okay, die Illusionsmagie kennt keine Zauber. So, Schluss. Fertig. So, was haben wir? Pfeile haben wir auf jeden Fall genug. Haben wir irgendein Gift oder so? Nee, können wir ein Gift machen? Mal schauen. Packen wir unser Stößelchen aus. Wir haben hier so Rattenfleisch. Ah, leider nicht. Wir müssen noch was anderes machen. Gucken. So. Ah, Runzroute. Was haben wir jetzt gemacht? Ich bin gerade nicht aufgepasst. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Meine Güte. Krampfleisch ist auch nicht. Aber aus Brot und Äpfeln können wir natürlich wieder Herstellungstränke machen. Wer kennt's nicht? Wenn wir Brot und Äpfel essen, dann verschwindet bei... Ah, Lebensenergie. Passt. Verschwinden bei uns auch plötzlich irgendwelche Wunden. Außer bei Schlemmerfilets. Das hasst mich eindeutig. Oder hat mich gehasst. Okay, der hat's nicht gesehen. Das ist sehr gut. Auf dich zu bewegen. Auf dich zu bewegen. Und dass dem jetzt nicht sein toter Kamerade auffällt... Der schaut ihn auch noch an, weißt? Verdammt, daneben. Ah, jetzt ist er stehen geblieben. Sehr schön. Juhu. Dass dem jetzt sein toter Kamerade nicht aufgefallen ist, das ist natürlich sehr schön, aber irgendwie auch ein bisschen unrealistisch. Ja, das ist noch ein Gift. Und wir haben einen Hammer gefunden. Den nehmen wir doch gleich. Ah, meine Nase juckt. Komm, haben wir eine Fackel. Weg damit. Wie war das nochmal? So? Nee. So. Ja, so. Passt. Reparaturhammer. Was reparieren wir denn da jetzt am besten? Das ist unser Bogen. Und da ist der Hammer auch schon wieder weg. Schade. Dann klauen wir den. Also die ernähren sich hier tatsächlich sehr gesund. Hier gibt es sehr viele Äpfel. Beitschienen. Yay. Jetzt kriegen wir auch noch Beitschienen. Was hat der noch so? Geschnürte Lederhose. Mhm. Heiltrank. Dann ziehen wir uns doch auch noch diese sexy Beinschienen an. So schauen wir übrigens aus. Arr. Jetzt kriegen wir noch Beinschienen. Aus wie so ein verkorkste Schlafanzughose, aber okay. Sie ist auf jeden Fall sicher. Ja, warum nicht? Dann laufen wir jetzt mit, mit Beinschienen-Unterhose rum. Juhu! Okay, da unten, glaube ich, kommen wir... Oh, da ist noch einer. Kommen wir später... Eigentlich schon mies. Aber naja. Wer kann, der kann, sage ich immer. So, dem klauen wir jetzt auch mal seine Pfeile. Jägerlederhosen. Trank. Ah, das ist so schön. Man kommt sich vor wie in so einem Einkaufsladen. Man kriegt zwar nicht immer das, was man sich wünscht, aber es ist doch sehr nah dran. Ach, diese Spur, hey, das ist auch... Wände anmalen, mal anders. Das ist super, ey. Das muss ich echt sagen, das ist super. Rätsel Talaras, Band 1. Ein Seelenstein, Gold. Den Dolch können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind, haben wir schon ausgenommen. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe ein bisschen Alzheimer. Gerade was ausgenommen, stehst davor. Hm, ist da noch was drin? Da will ich jetzt nicht runter. Da... Möchte ich jetzt so auch nicht runter? Ich glaube, da kann ich jetzt. Was verfolgter Balken? Oh, oh. Was kann man da machen? Ah! Ach, Scheinkleister. Okay. Alles klar.
Ich glaube, wir können tatsächlich da von der anderen Seite runter. Oder, ach, weißt du was? Chirolibo! So. Wow, das hat doch ein bisschen Viehschaden gemacht. Da wollen wir uns doch glatt ganz schnell ein bisschen heilen. Und haben gleich unsere Wiederherstellungsfähigkeit verbessert. Ja, jetzt haben wir wieder auf die Hälfte hochgeheilt. Das ist dann schon mal etwas. Hier sind alle so kaputte Tonnen und alles. Was ist denn hier passiert? Eine Flachstunika und ein leichtes braunes Leiden. Leichtes braunes Leiden auf jeden Fall. Ich habe auch ein leichtes braunes Leiden in ihrem Globus. Oh Mann. das ist eine Ratte. Cool. Warum hat eine Ratte zwei... Ich frage gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie die aufbewahrt hat. Vielleicht hat sie die gefressen. Keine Ahnung. Und ich habe der... Wie war das nochmal? Nicht zu stark auf irgendwelche Themen eingehen? Ach, ist ja eklig. Naja, hier findet man auch Geld in Tieren, wo auch immer die das herhaben. Oh. So viel zum Thema Tiere. Boah, voll den Arsch geschossen, das arme Tier. Was macht denn die Schlappkram hier immer? Tschüss. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Da habe ich jetzt, auf Facebook habe ich da was ganz Interessantes gesehen. Sind wir da nicht gerade durchgelaufen? Nee, wir sind da oben irgendwo lang gelaufen. Genau, okay, dann haben wir die Höhle jetzt fertig. War das nochmal, wenn der... Scheiße, wie ging das nochmal? Auf jeden Fall halt zum Thema, wenn Ausländer Scheiße bauen, dann sollen sie doch zurück ins Ausland. Und hat dann irgendeiner halt ein Plakat heruntergeklebt. Aber was ist, ich sage mir gerade so viel M. Was ist, wenn das die... Okay, wartet kurz. Black Sands muss mal gerade ihre Sinne zusammensammeln. Jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Ja, auf jeden Fall, wenn halt irgendwie zum Beispiel jetzt ein Türke Scheiße gebaut hat, dann soll er in sein Heimatland Türkei. Und dann haben die halt darunter geschrieben, das hat sich halt irgendwie gereimt. Und die haben den Reim halt fortgesetzt auf eine andere Weise. Und zwar nach dem Motto, was ist, wenn das Heimatland des Türken jetzt in diesem Beispiel Deutschland ist? Es war halt ein Wahlplakat von der NPD. Erwartet man jetzt auch nicht wirklich Hochkulturelles von der NPD. Aber es war schon nicht schlecht. Also hat schon... hat einen doch sehr amüsiert, das zu lesen. So, dann haben wir uns mal diese Höhle jetzt angeschaut. Ja, das ist manchmal, manche denken, das ist so einfach zu reden und gleichzeitig zu spielen, aber eins bleibt doch immer ein bisschen auf der Strecke. In diesem Fall war es mein Gedankengang, so rum. Ich finde, die Wölfe in Oblivion sehen einfach aus wie streunende Hunde. Also das ist in Skyrim auch um einiges besser, aber bei Morrowind sahen die, glaube ich, auch eher aus wie streunende Hunde. Ich kann mich an Morrowind eigentlich so gut wie gar nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich... Also Morrowind habe ich zwar schon ein bisschen gespielt, ja, aber mich hat Oblivion eindeutig mehr gesuchtet. Nachdem ich dann Skyrim hatte, war sowieso alles aus. Aber ja, die Spiele sich verändern. Ich habe tatsächlich das Online noch nicht gespielt, bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber habe ich vor. Bin mal gespannt, vielleicht mache ich daraus auch ein Let's Play. Mal gucken. Wir werden wahrscheinlich schon einige Let's Played haben. Und Skyrim wird es vielleicht auch was geben, weil eigentlich ist ja jetzt dieses Oblivion ja als Überbrückung, bis ich mein Minecraft zum Laufen gebracht habe, wo ich mich momentan jetzt nicht so drum gekümmert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie... Verplantheit, du trägst meinen Namen. Ja. Und die Zeit ist momentan einfach viel zu schnell. Wir haben jetzt auch schon wieder Mitte des Jahres, das gibt's nicht. Ich weiß noch, wie Silvester war. Und jetzt haben wir schon Mitte des Jahres. Ich habe jetzt da mein erstes Ausbildungsjahr abgeschlossen. Ich mache jetzt dann im Juli meine Zwischenprüfung, so ein Jahresdingens. Wie nannte man es damals nochmal? Ich hatte das auf der FOS nicht. Ja, so was ähnliches wie die PISA, nur für... Heute habe ich es mit Begriffe suchen, Verzeihung. Wie heißt denn das jetzt nochmal? So eine Art Jahrgangsstufentest, genau, es ist ein Jahrgangsstufentest. Sowas in der Art. So ähnlich nennt man das über PA, IT, also ich bin ja Fisi, also Fachinformatiker, Systemintegration, mache ich ja Ausbildung. Wir haben ja nicht so Sachen wie auf der Schule, Mathe, Englisch, Deutsch. Klar, Englisch, Deutsch haben wir auch. Aber wir haben zum Beispiel kein Mathefach mehr. Das ist halt bei uns dann in VS und IT, also...
Ich bin auf eine sonderbare Wurzel namens Nirrenwurz gestoßen. Etwas Ungewöhnliches muss wertvoll sein. Vielleicht sollte ich sie zu einem Alchemisten bringen und etwas mehr darüber erfahren. Ich denke, es gibt einen in fast jeder Stadt in Cyrodiil. Cool. Jetzt haben wir diese Nirrenwurz-Kampagne tatsächlich auch gestartet. Ich dachte, die hätten wir schon gestartet, aber da habe ich mich schon mal getäuscht. Und ich sehe gerade, mein Alarm meldet sich hier die ganze Zeit schon. Schön. Und dann wollen wir diesem Alarm leider auch folgen, meine Lieben. Und was ist mit dieser... was haben wir da denn? Moment. Eine Schmuckkiste. Ein Messingperlring. Und was es mit dieser Nirrenwurz auf sich hat und wie wir weiter vorgehen werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, Leute.